Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem neuen Replay auf einer altbekannten Karte. Und das könnte man sagen, denn schon zu Beginn im Spiel, wenn ich mich recht erinnere natürlich, zwei Brüder. Die obligatorische Frage zu jedem Gefecht am Beginn, sollen wir durch die Mitte fahren, hat Monate und Jahre lang Neuanfänger auf dieser Karte beschäftigt. Und viele haben den Versuch gewagt und viele sind dabei gescheitert und manch einer hat ein sensationell tolles Gefecht dadurch erreicht. Nur ist natürlich immer abhängig davon, wie der Gegner agiert, wenn er sich auf beiden Seiten gut verteilt, dann ist seine... gediegener Vorstoß durch die Mitte durchaus von Erfolg gekrönt, wenn aber auf beiden Seiten schon der Gegner wartet, dann ist das Einzige, was einen selbst erwartet, ein schneller Tod und ein neues Gefecht. Hier in diesem Spiel eingesendet von Sis Sabrina vom Clan KVA. Das erste Mal, oder? Das ist immer gut. Vielen lieben Dank für das Einsenden. Na, jeder, der gerne möchte, Replay an andere. Nein, an Arktika. live@gmail.com. So sieht das aus. Ich glaube, Gott, ich habe meine eigene E-Mail-Adresse nicht mehr im Kopf. Hätte andre.prime@gmail.com gesagt, was ist falsch. Ja, es werden natürlich wenige Replays nur gezeigt von allen, die eingesendet werden, aber es ist immer Zufall. Also heute haben wir einmal ein Napoli-Gefecht. Keine Ahnung, wie gut es wird. Napoli-Gefechte sind immer ein bisschen schwierig, aber dadurch, dass man es zufällig belässt, welche Replays drankommen und auch ob es ein gutes oder ein schlechtes Gefecht ist, bildet es den Durchschnitt der Gefechte ab, die wir hier haben. Natürlich immer verfälscht durch das Einsenden. Niemand sendet, also zumindest oft, eigentlich quasi nie, ein schlechtes Gefecht ein. So muss man das sagen. Ja. Die besten Gefechte des jeweiligen Spielers kommen dann in die Replay-Kartei. Egal wo oder bei welchem. Auch immer der Replays zeigt, sind es immer die Besten des jeweiligen Spielers oder das, was er für die Besten hält. Die Napoli ist ein Sekundärartillerieschiff und hier auch auf Sekundärartillerie geskillt. Man muss sie nicht auf Sekundärartillerie fahren, es macht aber unglaublich viel Spaß. Und wenn man es dann geschafft hat, in Sekundärreichweite zu kommen, dann wird man auch dafür belohnt. Und solche Karten wie zwei Brüder sind eigentlich prädestiniert dafür, denn die Seiten der Inseln hier, hier und hier, die sind ein guter Schutz zum Vorstoßen, natürlich nicht allzu früh, da muss man immer aufpassen, um den Feind in die Seite zu fahren und dann auch schon mit Sekundärartillerie wirken zu können. Zu Beginn sollte man, wenn es auf Karten nicht möglich ist, tunlichst vermeiden, sofort ranzufahren, denn auf das naheste Ziel schießen die meisten Schiffe. Deswegen Achtung! Hier ist auch ganz wichtig, darauf zu achten, dass man nicht die Maximalaufdeckungsreichweite beim Abfeuern der Hauptartillerie im Nebel überschreitet. Ansonsten einfach nur die Sekundärartillerie nutzen, die hier auf, ach Gott, was ist es, 11 Kilometer, glaube ich, voll ausgebaut. Sieht man hier unten, ja, 11 Kilometer voll ausgebaut, beginnt zu wirken. Und einfach die Treffer mit der Sekundärartillerie genießen. Hier auf die Moskau, die jetzt leider wieder zurücksetzt. Aber ihr seht schon, der Vorstoß von Sabrina war noch nicht wirklich in Sekundärreichweite. Die paar Treffer, die auf den DD abgefeuert werden konnten, waren nicht von Erfolg gekrönt. Zumindest nicht von Treffer gekrönt. Hier auf das U-Boot auch nicht. Auch nicht. Das hat relativ gut ausgesehen. Doch, zwei Zieltreffer. Der Server ist nur wieder so lahm. Hör da, rechts auf der Seite hier. Die fünf Zieltreffer, die kamen erst viel, viel später. Die Treffer waren schon im Wasser, zumindest optisch. Da sieht man es mal wieder. Man kann dem Server nicht trauen und seinen eigenen Augen auch nicht. Naja, nun denn. Da bin ich gespannt. Es ist nicht immer einfach, je nach Schiff und je nach Gegner und Karte und vor allem auch Gegnerkomposition und Position eine Napoli im Sekundärrausch einzusetzen. Meist ist es erst nach der zweiten Hälfte des Gefechts möglich, ohne dabei direkt drauf zu gehen. Hier auch noch gejagt von einem U-Boot und Dauer offen gehalten. Na gut, wenn es hinterherfährt, ne, dann ist es halt schwierig, da rauszukommen. Wenn man dann weiter noch schießt, dann sowieso. Der Smoke ist in 1 Minute 10 wieder ready. Aber das Ufer ist auf 13,8. Das fährt schon hinterher, wenn man hier schaut.
dreht schon wieder hoch. Unsere Balao ist hier auch auf der Seite, aber die ist getaucht, die sollte wieder auftauchen. Allerdings ist die Cossack B hinter ihr her, die hat hydroakustische Suche. Da ist ein bisschen schwierig dann zum Entkommen, vor allem wenn man nicht sieht, wo die Cossack ist aktuell. Und wir sind das einzige Schiff, das aktuell offen ist. Aber ihr seht, die Treffer auf die Napoli halten sich in Grenzen. Das ist ein super tanky Schiff. Der Gegner schafft es nicht. Ja, das Stallman ist tot. Angenehm. Der Gegner schafft es nicht, sie richtig zu treffen. Er zielt immer zu wenig weit. Das Schiff ist super schnell. Der Smoke ist auch bald wieder ready. Und dann wird es interessant. Wo ist die Cossack? Und wo ist unsere Unterstützung? Gut, dass die Balao hier die Seite noch ein bisschen hält, indem der Gegner beschäftigt wird. Dass sie so nah jetzt an die Insel fährt. Ist sie auf 30 hoch? Sie ist offen. Die nimmt zumindest Schaden. Also könnte es durchaus sein, dass die Cossack schon über ihr ist und abgeworfen hat. Also sie hat jetzt Blutung. Blutung oder Feuer, man weiß es nicht. Aber definitiv ist da was im Busch. Jetzt stößt die hinein mit uns weiter nach vorne. Noch ist, hat sie keinen Nebel gezogen. Das ist interessant. Die Buffalo und die Moskau mit Hai. Jetzt kommt der Nebel hier. Der Jinan. Und da kommt die letzte Salve von uns. Jinan, ein spannendes Schiff zum Fahren. Nicht so spannend, was dann die, was den Schaden dann betrifft, der oben ankommt. Das ist eine harte Arbeit. Da endlich eine AP-Salve hier auf die Breitseite. Bin übel gespannt. Ja, jemand hat das schon bestraft. Sieht aus wie die Incomparable. Wir machen 6000 und die Richthofen erledigt ist. Ihr seht schon, wie schon zu Beginn erwähnt. Wir haben 5 Sekundärartillerie-Treffer. Es ist schwierig. Und die Cossack hat es tatsächlich hier geschafft, im Verbund mit den anderen Schiffen, die Balao nicht nur aufzudecken oder zu jagen, sondern sie auch zu zerstören. Und ist dann schlussendlich auch reingefahren. Theoretisch könnte es auch die Essex sein, die hier auf der Seite sitzt, auf der Viererlinie. Aber wer weiß, wer weiß. Nun denn, jetzt ist die Frage, ne? Wenn wir rechts oben die Mods sehen und die von der Mod aufgezeichneten Trefferpunkte, dann sehen wir eine Slava, die 3/4 voll ist, die sich hier irgendwo noch bewegen könnte. Da, auf 17,3 Kilometer, schwieriger und blöder Gegner, wenn er so weit hinten steht. Eine Vermont, die durchaus opferungsbereit zu uns fährt. Und eine Essex, die wir auf jeden Fall bekämpfen können, wenn wir weiter diesen Kurs fahren. Jetzt, ja, gehen wir auf, wenn wir schießen. Genau, das ist das Feuern im Nebel. Und da wäre es doch gut, wenn die schon erledigt wird. Aber ihr seht auch hier, die Essex wirft hier eine große Nebelbank. Eine lange, große Nebelbank, um den DD das Entkommen zu ermöglichen. Das ist interessant, momentan möchte er nicht. Und es ist auch schön, dass uns die Kagero hier auf die Vermont einen Nebel wirft, sodass wir hier rein können. Wir sind noch einmal kurz offen, weil das Flugzeugträgerchen kommt. Schwierig. Und die Slava versucht auch zu entkommen. Nun können wir unsere Sekundärartillerie gut wirken lassen. Hart abbremsen und genießen. Man hätte auch, oh ja, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen mit der Hauptartillerie, auch wenn es verlockend ist. Ich weiß, jetzt hätte ich mich fast hier zu Tode erschluckt. Sagt man das, wenn man sich so verschluckt, dass man stirbt? Das ist übertrieben. Komm, Sekundäre, du musst es schaffen. Wenn wir jetzt schießen, dann war es das. Es ist eine Slava auf der linken Seite, eine Vermont auf der rechten Seite. Lieber kriegen wir den Flugzeugträger, lieber kriegen wir den DD nicht, als dass wir hier auch nur dran denken zu feuern. Die Torpedos, ja, man sieht eh, man kann sie zwar abfeuern, wenn man sie gerade nicht braucht, aber wenn man das macht, dann hat man sie nicht mehr, wenn man sie braucht. Ist nur auf der linken Seite, das bedeutet für die Slave, ist einsatzbereit. Unser Smoke dauert noch lang, jetzt müssen wir uns so langsam entscheiden, was wir machen. Denn wir haben jetzt große Probleme. Ja, der Smoke ist in 10 Sekunden zu Ende. Die Slava kommt, die Vermont ist noch nicht raus. Wir haben zwar 100 Sekundärartillerie-Treffer, aber der Kagero-Smog hält nicht so lange. Und wir haben eine Cossack, die hier immer noch blind in den Nebel feuert. Und jetzt wird's schwierig. Gut, die Vermont ist jetzt hinter der Insel. Jetzt haben wir hier eine Slava. Hier wird Breitseite zeigen. Das wird schwierig. Das wird richtig, richtig schwierig. Je nachdem, ob die Slava auf uns schießt. Je nachdem, ob die Slava auch trifft.
Und was sie hier macht, versucht sie tatsächlich hinter die Insel zu kommen. Hat das einen speziellen Grund? Eine Kagero, die hier drüben fast tot noch fährt und ansonsten nichts. Eine Incomparable, die einfach durch die Nase schlägt mit ihren 510 mm. Weiß nicht, ob das Anwinkeln hier spaßig ist. Oder ob es sinnvoll ist. Oh, und da kommt die Salve der Vermont. Die Salve der Slava kam schon vorher. Allerdings, und das muss man sagen, ist sie den Torpedos ausgewichen, die Slava. Und es ist zum Haare raufen. Macht genau dasselbe wie Sabrina hier immer. Einen Moment. Früher oder zu spät gelenkt. Um dann auf einen Torpedo zu treffen, den ich nicht mehr aufhalten kann. Das ist es. Und natürlich ist auch die Essex hier, die unbedingt noch ein Stückchen vom Kuchen abhaben will. Und in 15 Sekunden, sind wir wieder zu. Und dann sollten wir wahrscheinlich die Beine in die Hand nehmen, Möglichkeit ergreifen und sagen, Sayonara. Jetzt kann man tatsächlich auch wieder schießen mit der Hauptartillerie. So. Wobei, man weiß es nicht, weil die Cossack könnte sehr nah sein. So, jetzt aber. Nein, sie fährt immer noch full zurück. Ich hätte jetzt den U-Turn gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. In 30 Sekunden. Wäre nach innen gefahren. Die Slava hätte nicht mehr auf mich schießen können und die Vermont hätte mich nicht mehr aufgedeckt. Das ist die Frage, wie das gelöst wird. Oh, schau mal. Sabrina fragt an und die Kagero macht es. Sie setzt die Nebelwand. Allerdings, oh, rechts ist die. Oh ja, da sollte man drauf schießen. Wenn sie stirbt, dann ist man nämlich eh nicht mehr auf, wenn man schießt. Ja, außer die Slava fährt nach vorne. Gut, das hat sie so auch geregelt. Jetzt die Slava aktivieren. Sabrina ist da relativ fix, was das betrifft. Auch die Kagero hat, wie es aussieht, gar nicht schlecht hier ihre Torpedos geworfen. Auch unsere Torpedos sind wieder zu beiden Seiten ready, aber die Kagero-Torpedos, die machen natürlich ein bisschen mehr Schaden. Und nun sind wir aus dieser Position befreit und da wartet die Belohnung. Da wartet Belohnung in Form einer Essex. Genau hier hinter der Insel. Und es sieht so aus, als möchte die Essex hier suchen. Ach, sie smoked sich selbst raus. Ach, so ein Luder. Das ist ja fies. Ah. Gute Entscheidung von Wargaming, den Flugzeugträgern auch noch so eine Möglichkeit zu geben, sich selbst raus zu smoken. Naja, gut. Der Smoke hält ja nicht lange. Aber es ist dennoch convenient. Es ist angenehm. Sagen wir einfach, es ist angenehm. Ich glaube, das trifft ziemlich gut. So machen wir das halt der Reihe nach. Man könnte jetzt natürlich schauen, wo die Flugzeuge starten, um ungefähr zu wissen, wo man hintorpediert. Die wird aber hinter dem Smoke gedreht haben, nicht dem Smoke entlang fahren. Wir haben unseren Heal in 20 Sekunden nochmal, dann schaffen wir es über 20.000. Natürlich wird die Essex hier ihr Bestes versuchen, diesen Heal nicht mehr durchzukriegen. Es ist so prinzipiell, es ist eine ultra spannende Runde, was das betrifft. Die Vermont macht ihrem Namen oder ihrem Fahrstil alle Ehre, bleibt auf mittlere Distanz, fährt nicht zu nah ran, sichert ihre Trefferpunkte so, dass sie lange im Kampf bleiben kann. Und auch die Essex hier unterstützend, das tut natürlich weh. Zum Glück macht es nicht extrem viel Schaden, aber da waren die 20.000 schon wieder dahin. Und jetzt ist die Frage, ne? Oh, und sie ist tatsächlich durch den Smoke hier hochgefahren. Oh! Oh, die hat erwartet, dass sie die Napoli jetzt rausnimmt. Und das hätte sie auch fast, ne? Mit diesem Anflug und dann hier sicher ist, und zu B fährt. Wenn das funktioniert hätte, wäre es perfekt getimed gewesen. Aber wie so immer, gab es ein kleines Problem. Und wurde nicht mitgespielt, zumindest nicht vom Gegner. Das wäre aber schon ein geniales Game gewesen, muss man sagen. Ne? Sich hochgesmoked zum Feind, bewusst voraus geplant und dann
Und dann die Napoli in der letzten Sekunde vor dem Austreten des Smokes eliminiert, um als Held in B einzufahren, weil da halt nichts mehr ist. Und das wäre der Sieg wahrscheinlich gewesen, eigentlich nur wahrscheinlich, das wäre mit Sicherheit der Sieg gewesen für Team Rot. 3 Caps und dann in Kürze 4, weil die Essex fährt ja weiter zu D, ne? Spottet derweil das U-Boot, während das U-Boot versucht, die letzten Reste der Jinan zu erledigen. Natürlich ein bisschen schwierig. Nur mit Torpedos, wenn sie davon fährt. Und eigentlich muss das U-Boot cappen. Und dann wäre noch der Flugzeugträger. Naja. Was ein super Gefecht für die Essex hätte sein können. Könnte immer noch ein super Gefecht für uns sein. Und das ist schön. Ne? Sis Sabrina schreibt hier nicht wie manch ein anderer. Oh, so und so viel Schaden gemacht. Bin der geilste Ficker hier im Pool. Sondern sie sagt auch, oder er sagt auch, man weiß es ja nie, die Kagero hat meinen Arsch gerettet. 2-mal, könnte man sagen. 1-mal ganz sicher. Was das Teamspiel ausmacht, im Vergleich zum Heilerei 1 versus 1 Ich-Spiel. Die Zusammenarbeit und dann auch das gegenseitige Lob. Naja. Sollen wir nicht zu viel reininterpretieren hier. Wir müssen aufpassen, wenn wir nicht auf 11,5 Kilometer aufgehen. Und deswegen ein bisschen Abstand halten. Mit 10.000 Trefferpunkten ist es gar nicht so geil, gegen eine Vermont zu fahren. Allerdings, das hätten wir locker cappen können. Keine Bedrohung mehr außer die Vermont. Wird die Salmon wahrscheinlich das Feindschiff nach vorne jagen? Ja, mal keinen Smoke mehr, ne? Cap wäre natürlich drin gewesen. Die alles entscheidende Frage ist, ist es notwendig? Ah, wir haben 834 Punkte zu 576. Wir haben 2,5 Minuten Zeit. Da wird, wenn man nicht stirbt, sich nichts mehr ändern am Gefechtsausgang. Selbst wenn jetzt noch die Napoli drauf geht, war es das mit dem Gefechtsausgang. Muss man auch sagen. Also, mit den Minus- und Pluspunkten müsste man dennoch vorne sein. Kann ja kurz mal schauen. Kreuzer gegen zerstört, kriegt er plus 35. Und wir verlieren minus 50, sind 85 Punkte. Ja, das ist immer noch. Also 85 Punkte Unterschied. Kein Problem. Das einzige Problem ist, ja, die Vermont wird natürlich nicht versuchen, A zu erobern, wenn sie A schon besitzt. Und deswegen werden die Torpedos ins Leere laufen und wir werden auch schadenstechnisch ins Leere laufen. Das ist halt das Schwierige. Gut, dass die Vermont hier seine sehr langsame Turmdrehzeit hat. Comparable schreibt, careful. Ja, aber wie gesagt, es könnte natürlich sein, dass sie jetzt mit einer Granate und einer Zitadelle hier Gas gibt. Aber selbst dann. Selbst dann ist der Punktunterschied zu groß, als dass es eine Rolle spielen würde. Das ist jetzt ein ganz klarer Sieg. Überlegen gespielt, könnte man sagen. Die alles entscheidende Frage ist, und das ist jetzt nicht Jammern auf hohem Niveau, sondern eine Frage an den Chat und an die Zuschauer hier. Was wäre denn, oder was hättet ihr gemacht in der Situation von Sabrina, als links die Slava, rechts die Vermont und vor euch die Cossack B war? Wärt ihr da auch so eiskalt langsam zurückgefahren oder hättet ihr den U-Turn gemacht Richtung Slava nach innen, weil Richtung Vermont nach außen? Schwierig. Dann wäre man der Vermont entgegengefahren und hätte die Aufdeckung durch die Vermont und durch die Slava gehabt, weil die Slava nah dran wäre. Und hätte man die Slava nicht hinter dem Berg verschwinden lassen können und so quasi nur durch die Cossack geöffnet werden können, Querstrich von Vermont und beschossen werden. Oder? Das ist jetzt die Frage. Was hättet ihr gemacht? Und wenn was anderes, warum? Das ist immer interessant. Solche Entscheidungen sind oft das, was den Unterschied macht zwischen bis jetzt leben mit 10.000 Trefferpunkten, gleich sterben oder vielleicht mehr Trefferpunkte haben.
Dieses Was wäre wenn ist das, was einen guten Spieler zu einem sehr guten Spieler macht, wenn er es oft genug durchspielt und dann sich anders entscheidet beim nächsten Mal. Nichtsdestotrotz haben wir hier einen Kraken mit 5 zerstörten Schiffen, 325 Zieltreffern. Das ist ein Platz 1 mit 2838, unter anderem aufgrund der 12.000 auf die Selman, 14.000 auf die Cossack und dann die 11 auf die Kagero. Das waren die fetten Teile. Der Rest ist der adaptive Farm, der dann gut ausschaut mit 160.000 Schaden im Skillboard oder in der Statistik. Und daher alles richtig gemacht. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einsenden, vielen lieben Dank fürs Dabeisein in diesem wunderschönen Napoli-Sekundärartillerie-Gefecht, wo man sieht, dass man nicht gleich zu Beginn reinfahren sollte, damit am Schluss so etwas rauskommt. Ciao.